deine Gurken oder auch Zucchini bekommen schon viel zu früh im Jahr Mehltau, kann recht frustrierend sein. Und möchtest du auch gegenüber der Braunfäule bei deinen Tomaten vorbeugend arbeiten oder auch die Braunfäule bei deinen Kartoffeln hinauszögern? Was kannst du machen, damit sich der Pilz nicht weiter ausbreitet und dann die Gefahr noch groß ist, dass deine Pflanzen da eingehen bzw. deine Ernte beeinträchtigt wird? Es gibt ein universelles und geniales Hausmittel, was in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann und auch im Garten sehr hilfreich ist, und das hier ist Natron. Aufgrund des hohen pH-Wertes wirkt Natron wie ein natürliches Pestizid gegenüber den Pilzen wie Mehltau und auch Braunfäule. Wenn meine Gurken Mehltau bekommen, sowohl den falschen, aber auch den echten, oder ich mache es auch manchmal als Vorbeugungsmaßnahme, als Prävention, dann nehme ich halt 1 Liter und gebe da ungefähr 1 Teelöffel Natron mit rein. Damit besprühe ich dann die Blätter, auch die Blattunterseite, und das mache ich dann alle 2 Tage, bis ich dann merke, dass der Mehltau sich zurückgebildet hat und die Gurken dann trotzdem kräftig weiter wachsen. In dem Jahr mit dem verregneten Sommer hatten meine Tomaten auch schon recht früh Braunfäule, und damit konnte ich dann ein bisschen die Verbreitung mit eindämmen. Gurken wachsen gerne in einem Boden mit einem pH-Wert von ungefähr 5,5 bis 7. Wenn jetzt dein Boden etwas zu säuerlich ist, damit deine Gurken hier gut wachsen können, kannst du eine Natronlauge machen und damit halt hier die Beete, wo deine Gurken wachsen, begießen, um den Boden ein bisschen basischer zu machen. Weil er dann doch ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil auch Natron sehr gerne zum Beispiel bei der Unkrautbekämpfung genutzt wird oder auch Beikraut besser genannt. Wie vorhin erwähnt, ist ja Natron ein natürliches Fungizid. Das heißt, wenn du da zu viel rauf machst bei deinen Gurken, auch zu viel begießt, dann kann es auch negative Folgen haben. Also auch hier wieder das Maß finden. Durch den ausgeglichenen pH-Wert können deine Pflanzen viel besser die Nährstoffe und auch das Bodenleben über ihre Wurzeln aufnehmen. Wenn du jetzt nicht weißt, welchen pH-Wert dein Boden hat, dann kannst du ein bisschen Erde nehmen, den ein bisschen im Wasser auflösen und dort einen pH-Streifen mit reinlegen. Dann weißt du Bescheid. Gegen Blattläuse kannst du auch Natron einsetzen, aber auch hier das gleiche wie wenn du gegen Mehltau spritzt, dieses Verhältnis auch anwenden und auch nicht übertreiben, weil auch deine Pflanze doch darunter leiden kann. Wenn es regnerisch ist, dann kannst du einen Schuss Speiseöl mit dazugeben, damit der Natron auch besser an den Läusen haftet und nicht runtergespült wird. Aber das Beste ist natürlich, auf den Marienkäfer zu warten. Leidiges Thema, welches nur Tomatengärtner kennen. Und zwar, wenn man die Tomaten gepflegt hat, dann verfärben sich ja so schön die Hände. Und da kannst du auch Natron als Waschmittel nutzen, damit du hier deine Hände auch reinbekommst. Du kannst auch Natron in vielen verschiedenen anderen Bereichen bei dir im Haushalt nutzen. Manche nutzen es auch als Allzweckreiniger für ihr Geschirr, für den Boden. Alles schon gesehen. Ich tue gerne in einer Natron- und Waschsodalauge baden. Aufgrund des hohen pH-Wertes ist halt hier ein basisches Bad sehr entspannend. Vor allem bei der Hitze hocke ich mich sehr gerne am Abend dann zum Entspannen. Ja. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Also, das Zeug hier ist vielseitig einsetzbar, und wenn du es halt wirklich clever machst, dann kannst du hier deine Tomaten- und Gurkenpflanzen wirklich fördern und hier schmackhafte Früchte auch bekommen. Hast du einen Mehrwert aus diesem Video gezogen? Dann zeig es mir noch gerne mit einem Daumen nach oben, gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie du zum Beispiel noch Natron einsetzt, was du vielleicht gegen Mehltau noch zusätzlich machst oder auch gegen Braunfäule. Ich sprühe auch gerne effektive Mikroorganismen oder auch Rohmilch bei Mehltau. Wenn du keine weiteren Tipps und Tricks zum Thema Permakultur, Garten oder auch Gesundheit verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, diesen Kanal auch kostenlos zu abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Und sonst werde ich jetzt hier das weiterhin schöne Wetter genießen. Die Gurken und Tomaten sind reif. Und was gibt's Schöneres?